Ja, da bin ich wieder für euch. So, Freunde, eins muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht, wie das hier ausgeht. Ja, ich hab's am Rande, so wie jetzt, angezockt, aber mehr auch nicht. Ja, ich weiß, was da rauskommt für Typen, aber. Oh. Ach du Scheiße. Als ob eine glühende Peitsche nicht genug wäre. Scheiße, ey. So, du Kasper, dir Ich noch weiß nicht, schnell was ich ein. erwartet habe, aber das auf jeden Fall nicht. Nee, nicht wirklich. Also. Hey MJ, ich glaube, ich habe den Angriff der Dämonen auf Osborns Wahlkampfbüros vereitelt. Hast du Lee gefunden? Nein. Aber ich habe einen Hinweis auf einen Ort. So. Pale Horse Rides. Kommt mir bekannt vor. Ich überprüfe es und melde mich. Nein, nein, du machst gar nichts, mein Freund. Der geht auch. So, du bist weg. So, die schlimmsten habe ich überstanden. Wow. Kannst runterkommen. Verstanden, Boah. Silverbird. Wir landen jetzt am Standort. Das war jetzt mal. Waffen sichert. Mal was Neues. Nein, nein, nein. Der gehört mir. Okay. Ich erledige dieses Ab. Hey! So geht das aber nicht in der Stadt! Oh oh. Code SM1. Wow, wow! Bevor wir anfangen. Wer seid ihr Typen? Code SM1. Code SM1. Warte auf Befehl. Spider-Man. Code SM1. Habe Sichtkontakt. Warte auf Silverbird. Oh. Silverbird. Ja, da habe ich nur Bilder gesehen. Ja. Okay. Ziemlich maskulin, aber nicht übel. Nö. Nee. Guter Auftritt. Solide 8 von 10. Naja, sagt das mal nicht. Neun von 10. Wow. Loslassen. Er gehört zu uns. Yuri. Chefin von Sable International, einer privaten Schutztruppe. Bezahlt von Bürgermeister Osborn. Oh, der Bürgermeister hat eine Privatarmee? Kommst du mir nochmal in die Quere? Bin ich nicht mehr so nett. Geh. Wir reden später. Die Stimme, diesen Ausdruck, der war hübsch. Ja, ehrlich. Ja, muss ich sagen. Nicht schlecht. Lady Lavandita. Ja, so haben wir auch abgeschlossen. Boah, guck mal, alles voll. Ja. Und der letzte Rest. Tut mir leid wegen der Sache mit Sable. Ich hätte es dir eher sagen sollen, aber es ging alles so schnell. Schon gut. Wir sind weiter beste Freunde. Wir sind nicht beste Freunde. Das war jetzt eine kalte Dusche. Sable genießt das Vertrauen des Bürgermeisters und uneingeschränkte Autorität. Wir haben die Adresse überprüft und jede Menge Beweise für einen Bombenanschlag gefunden, aber nichts weist auf Martin Lee hin. Ich arbeite dran. Super. Er arbeitet dran. Na klasse. Mir fehlt was. Ja. Und ich will das haben. Moment, warte mal, Sekunde. Ist hier hinten irgendwo noch irgendein Kätzchen? Nein. Also, jetzt geht's in Richtung... Hey, MJ? Hey, ich habe Unterlagen über Martin Lees andere Geschäfte ausgegraben. Er nutzt überall in der Stadt Gebäude. Die Standorte sind auch auf der Karte, die ich aus der Reederei habe. Ich überprüfe das. Sag Bescheid, was du findest. Ich werde versuchen, daraus schlau zu werden. Alles klar, ich bin auf dem Weg zu Lees Büro im Feast. Um herauszufinden, warum er das alles macht. Und was er als nächstes plant. Okay. Sag May schöne Grüße. Halt, sie ist doch nicht in Gefahr, oder? Nein. So.
Ja, wir werden jetzt hier schön lecker. Ich hoffe, dass das die letzte ist, ja. Oh, Spider-Man, du bist klasse. Vanessa ist auch angekommen. Ich liebe die Namen. Freut sich Sandra, dass sie wieder da sind? Tja, sie ist leider nicht mehr unter uns. Ach so, Schande. Krebs, weißt du. Howard, das tut mir so leid. Oh, schon okay. Man soll leben, nicht Trübsal blasen. Das hat sie nach der Diagnose gesagt. Ab und zu muss ich mir das ins Gedächtnis rufen. Kannst du weitersuchen? Diese Vögel zu finden bedeutet mir wirklich viel. Danke, Spider-Man. Oh Mann, ja. Felicia hat ihr Ziel fast erreicht. Und ich muss noch viel zu viel absuchen. Was? Ich muss das Gebiet eingrenzen. Wie viel? Jede Information hilft. Wen sie ausraubt, wo sie wohnen. Ja. Hier ist aber nichts. Halt! Da. Und Bingo! Schön. Halt. Ich glaube, Lonesome Pinky wohnt hier. Eine Country-Sängerin ausrauben. Das ist kreativ. Aber okay. Ich komme näher. Noch ein Ort sollte reichen. Ein Ort? Wo ist denn für Dingenskirchen nochmal? Ach, da, guck an. Jo, das machen wir jetzt fertig. Ja, absolut machen wir das fertig. Hm. Da kannst du einen drauf lassen. Taube im Visier. Noch ein verpasster Anruf von Doc. Peter, ich wollte fragen, ob Sie noch verfügbar sind. Ich kann Sie noch nicht bezahlen, aber ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen, die uns weiterhelfen. Ich weiß, wenn wir weitermachen, wird die neue Version des Projekts Investitionen anziehen. Große Investitionen. Seien Sie bereit. Ich drücke die Daumen, Doc. Sauber. Yes. So, da ist die letzte Mietzetatze. So, die holen wir uns jetzt. Aber sowas von. Yes. Ist das nicht klasse? Sekündchen, Sekündchen. Malz, da oben ist es. Yes. So. Noch ein Ort und ich habe die Daten, um Black Cat zu finden. Ja, geschätzt ist ja gut. Hat sie ungefähr 49 Millionen erbeutet. Ja. Wenn ich sie erwische, bevor sie die 50 voll hat, steigt sie aus. Hat sie gesagt. Aber ob sie das macht, ist noch eine andere Sache. Spider-Man, nein, 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 nein. Ja, auch nicht. Halt! Oh Mann! In der Galerie haben sie den Jade-Tiger. Der ist eine fette Million wert. Okay. Ich muss den Algorithmus starten und Felicia schnell finden. Ja, dann mach. Lass knacken. Ich habe ihr Versteck gefunden. Ich muss dort sein, bevor sie die Stadt verlässt. Sag an! Wo? Oh, ich bin direkt dahin unterwegs. Hier ist Säbelzentrale. Brauche ein Update zur Lage in Hellstacks. Der Außenposten wird von Dämonen belagert. Wo denn? Was ist das denn? Luftwürfe mit Stromschlag. Gut. Das müsste ich hinkriegen, hoffe ich. Wo sind die denn? Kommt schon! Ihr macht den Tauben Angst! Oh, yeah! Ihr müsst mir nicht danken, Sable-Typen, aber schon unhöflich, dass ihr es nicht tut. Luftwürfe. Ja, genau, alles im grünen Bereich. Aber nur durch mich, du Knaller. Ja, Mensch. Nee, da will ich absolut. Und auf einmal, wie am Anfang bei der ersten Folge, ja, bin ich dann halt
gleich wieder weg vom Fenster. Mhm. So weit von. Dokurs, hier Säbelzentrale. Wie ist der Status unserer Position in Ansonia? Zentrale, unser Transporter wird von Dämonen angegriffen. Kann ich dir auch nicht sagen. So. Freedom Tunnel. Vor Feast eine Zuflucht für New Yorks Obdachlose. Oh, was ist mir? Aber jetzt ein bisschen dunkel, ne? Verlassen. Ein gutes Versteck. Muss ein versteckter Eingang oder so sein. Okay, das ist auch ein bisschen dunkel, würde ich sagen. Sorry, dass ich das jetzt Grafik. Helligkeit. Naja, besser geht's nicht. Nee, absolut nicht. So. Was muss ich denn? Ach, ein geheimer Versteck. Na super. Ja, ein geheimes Versteck. Aber das muss ja hier irgendwo sein. Was ist denn hier? Oh. Bingo. Bimbo. Das scheint die ganze Beute zu sein. Aber keine Spur von Felicia. Finanzdaten über die Maggia-Familien. Versucht sie, die zu erpressen? Würde ich mal sagen, ne? Ansonsten wüsste ich nicht, was sie hier damit und zu tun haben sollte. Wein von einem Maggia-Weingut. Boah. Das soll einem, ja. Fisk hat das vor Jahren als gestohlen gemeldet. Mhm, naja, vor Jahren steht er hier. Ne? Alles gut. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Was ist hier? Spinne, du bist hier. Gerast, um mich zu retten, ja? Du bist hinreißend und irgendwie süß. Ich weiß. Darum habe ich dir etwas Schmeichelhafteres gemacht. Zeig, was du hast. Hm. Das kann doch nicht alles ein Spiel gewesen sein, oder doch? Naja, was heißt Spiel? Ein Spiel ist so eine Sache. Okay, so, gucken wir uns den Anzug mal an. Da ist er. Was haben wir? Dunkler Anzug. Keine zugehörige Kraft. Gut, sieht aber stark aus, muss ich sagen. Finde ich mal nice. Ja, wie viele Punkte habe ich eigentlich? 3 ist zu wenig. Ja, absolut. Aber die Anzugskraft, warte mal, hier könnte ich mal nachgucken. Jetzt, ja, ich könnte irgendwas Netzangriffe generieren, mehr Fokus, ja. Das könnte was helfen. Aber was ist das da mit der Faust? Erhöht die EP durch besiegte Gegner. Ja, das ist auch nicht schlecht, aber das ist auch nicht schlecht. Kann ich ja. Nein, dahin, wenn dann. Gescannte Feinde erhöht den Schaden, wenn deine Gesundheit über 100 ist. Naja, das ist die wenigste Zeit. Verlangsamt die Zeit nach einem perfekten Treffer. Nee. Nein, machen wir jetzt nicht, aber der Anzug... Wartenkammer geklaut. Was? Wie? Das ist wie Fort Knox. All die Katzen, die du gefunden hast, als sie alle in der Asservatenkammer waren, haben sie sich verbunden, das Signal verstärkt und den Alarm deaktiviert. Niemand hat sie reingehen sehen. Sie wusste, dass ich die Katzen finden und dich informieren würde. Sie hat mich ausgetrickst. Mal wieder. Was hat sie geholt? Nur ihr altes Kostüm und die Ausrüstung. Sie wollte, dass ich die 50 Millionen Beute finde, damit sie ihr Zeug wiederbekommt? Das heißt, sie plant etwas Größeres. Wow, das muss man ihr lassen. Sie hat dich wirklich ausgetrickst. Hör ich ein Lachen? Du klingst, als ob du lachst. Was jetzt los? Wow, als ich sie das erste Mal schnappte, wollte Felicia das stehlen. Anscheinend wollte sie den Job jetzt zu Ende bringen. Wieso wollte? Das Ding entsteht doch hier. Oder irre ich mich da? Boah, da stehen noch mehr solche Miezekätzchen. Ja. Oh, na sowas. Die Katze tanzt mit der kleinen Spinne. Und sperrt sie gegen ihren Willen in ein Glas. Süß. The Moves. Ah. Okay. Cursions. Okay. Also die hat noch irgendwie was viel Größeres vor. Das sag ich dir mal, Spidey. Ja. Nein. So. Jetzt hey, mal. Wie sieht's aus? Was weißt du über Sable International? Mal sehen. Eine internationale Sicherheitsfirma. Normalerweise von Regierungen engagiert, um Revolutionen zu beenden oder zu starten. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Stadt voller schießwütiger Söldner. Wow, die sozialen Medien laufen heiß. Sie richten in der ganzen Stadt Kontrollpunkte. Das ist verrückt. Nein, Norman Osborn fühlt sich bedroht.
Ach, ehrlich, das wird wohl so sein. Das war Spiderbot, genau. Den machen wir jetzt. Da bin ich ja stehen geblieben beim letzten. Ja, beim weiß ich nicht, beim Wippen. Ja, keine Ahnung. Lass uns mal. Ja, super. Jetzt, hör mal, ich bin so bekannt hier. Das ist ja die Granate. Ja. Nein, da ich kann ich nicht mitnehmen. Das funktioniert nicht. So, hier oben ist es. Ich weiß, dass ich gut aussehe. Ich bin Model. So. Let's do it. Ja, die ganze Ecke da hinten haben wir ja auch noch. So, komm ran hier. Was haben wir denn hier? Wildtiere zu verfolgen ist nicht sehr glamourös. Aber es ist wichtig, in einer Stadt mit der Größe und der Bevölkerungsdichte von New York, man benötigt eine hochentwickelte Ost-Attis-Triangulation, um in diesen urbanen Dschungel ein Tier von der Größe eines Vogels zu ordnen. Keine Ahnung. Hey Pete, die Station verfolgt GPS-Chips, die in der Stadt an Vögeln und anderen Wildtieren befestigt wurden. Okay. Sie sammelt Umweltdaten, was Mom wichtig war, und verbessert die GPS, was Dad wichtig war. Also ist sie wahrscheinlich sicher. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Mhm. Hey, vielleicht finde ich mit der Technik hier meinen verlorenen Spiderbot wieder. Die Dinger sind zu teuer, um verloren zu gehen. Okay. Okay, ich habe das Tracking-Signal am anderen Spiderbot erhöht. Jetzt kann er seinen Bruder aufspüren. Ich habe das Signal des anderen Bots im Park verloren, also muss ich diesen hier dort absetzen. Ja, dann lass uns das tun. Nichts Ungewöhnliches. Ich gehe nur mit meinem Spiderbot im Park spazieren. Wie jeder andere auch. Genau. Halt. Hi. Nur keine Panik. Ja. Schon gefunden. Okay, er folgt den Ping-Signalen des anderen Spiderbots. Ping, mal sehen, wo ping. Es hingeht. Ja. Hey, da. Oh, die Rutsche hoch. Kann ich denn damit klettern? Ja, bestimmt. Ob ein Kind ihn aufgehoben und mitgenommen hat? Bestimmt. Er ist besser als sämtliches Spielzeug. Ey, ich kann hier nicht durch. Na gut, dann muss ich das so machen. Hui. Die müssen so klein sein, die dürfen ja wirklich nichts. Ah. Na, Spideybot? Bot. Oh, hier. Ich habe der KI befohlen, enge Bereiche zu untersuchen. Das Rohr ergibt also Sinn. Ja, mach mich. Ich hoffe, er wurde nicht überflutet. Kein Autofahrer in New York schert sich um Zebrastreifen. Nee. Ah. Er scheint weit weggekommen zu sein. Ich muss aufpassen. Ich weiß nicht, ob das, wenn man da drauf tritt, oder ob das passieren kann. Da. Okay. Hey. Ah, mach, ne? Bing. Ach mal, wie weit konnte denn ganz schön eine Energiezelle? Annäherungsalarm? Was zum... Oh, das soll wohl ein Witz sein. Ist wenn nicht ich den dein Vogel Ernst. Erschrecke, lässt er den Spiderbot fallen. Wie denn? Diese Taube ist stark. Die macht bestimmt Krafttraining. Endlich, ihr Nest. Moment. Guck mal. Da ist der andere Spiderbot. Ich habe eine gefiederte Kleptomanin erwischt. Ja, da ich jetzt weiß, wo beide sind, wird's Zeit für eine Rettungsmission. Genau. Klaus der Taube. Harry, ist mir ja echt einen Gefallen schön. Getan. Ja? Könnte ich ihm nur danken. Wieso, der liegt da dann noch drin? Ich muss die Spiderbots überarbeiten, bevor ich sie wieder in die Welt entlassen kann. Und das sollte ich wo? Verborgene Motive. Ja, das ist natürlich wahr. So, jetzt werden wir uns dahin bemühen. Und ob, Freunde? Ja. Da geht's jetzt hin. Das ist auch was. Uah, das sind Dämonen. Und Dämonen, mit denen ist nicht mit Kirschen essen. Absolut nichts. Nö. Okay. Oh, wow. Heilschaden,
Nein, nein, im Leben nicht, mein Freund. Du, Mann, bin's doch wohl. Die wollen echt nicht, dass ich reingehe. Weshalb ich natürlich reingehe. Na logisch. Was ist denn da? Ach so. Na dann gucken wir mal. Ja. Was denn jetzt? Du hast doch echt wohl keine Sorgen, ne? Buja! Ein Arsch voll Dämonen und er macht hier einen auf Buja. Ist er nicht nett. MJ, ich bin am ersten Ort auf deiner Liste und rate mal, was ich gefunden habe. Dämonen? Die Kandidatin hat 100 Punkte. Du kannst rausfinden, was die vorhaben und ich stelle mich mal vor. Genau. Ist der sicher? Nein, ist er nicht. Kommt hier einer hoch? Nein, nein. Komm her, ja. Klong! Yeah! Aber ich ahne schon wieder, was kommt. Seid mir nicht böse. Aber ich habe keine Lust zu krepieren. Das machen wir auf keinen Fall. So. Ah, Moment. Sind da zwei? Nee, einer nur. Das ist doch keiner mehr. Nee. Nein, nein, du machst gar nichts, mein Freund. Wo kommst du denn her? Au! Aua, Alter, bist du dran? Nein, nein. Alter, 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 Alter. Ich mache hier eine Scheiße. Ja, du hast das so gewollt. Du hast das so gewollt. Nein, nein. Lass mich schnell wieder auf. Hey, Hohlbirnen! Die Rolle der mörderischen Dämonen wird jetzt gespielt von noch mehr mörderischen Dämonen. Halt! Den muss ich jetzt so machen. Ach so, der kommt mir direkt so. Ah, ja, 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 im Leben nicht. Da war doch gerade noch einer. Oh, oh. Aua. Und tschüss. Verstärkung! Falls ihr nicht ein paar overdressed Paparazzi seid, hatte ich auch nicht gedacht. Klingt nach einem perfekten Vertriebsnetz für Drogenhandel. Oh, ah, das ist wohl auch der eigentliche Zweck. Hier bin ich. Nein, nein. Au, im Leben nicht. Wow. Wie könnt ihr Verstärkungstypen nur so schnell hier sein? War die sechsmal halt. Pünktlich? Aua. So. Noch mehr Dämonen. Wie könnt ihr Typen euch nur unterscheiden? Ich meine, es gibt nur so wenige Maskenvariationen. Einfach wunderbar. Nee, den Specki muss ich direkt weg hier, den Tank. Ja.
So, du bist auch weg. Direkt heilen. Erstmal da oben hin. Hier bin ich. Nein, nein. Moment, Sekunde. Ich bin ja gleich bei dir. Ah, ah. Au. Wom. Oh, erledigt. Sauber. Geil hingeschnackelt. Yeah. Puh, ich habe zwar nicht alles geschafft, MJ, garantiert nicht, der Ort ist abgeriegelt. Aber egal. Super, ich gebe einen anonymen Hinweis. Wenn die Polizei die Sammelbehälter kontrolliert, findet sie sicher Spannenderes als gebrauchte Jeans. Bestimmt. Das sind Gegner Stolperminen und von Wandangriffe. Naja gut, es ist jetzt... Nee. Leute, was soll das bedeuten? Nee. Ja, ich hätte die gerne gehabt, aber das ist ja liegt im Moment zu beenden. Dämonenlager zurückkehren und zu beenden. Ach so. Nochmal versuchen dann. Nö. Machen wir nicht. So, was haben wir denn hier überhaupt noch? Da haben wir noch ein Dämonenlager. Mhm. Aber ich will mal jetzt hier weiter gucken. Ja. Weil ich möchte jetzt ganz gerne auch mal mit Mr. Lee, wenn ich ganz ehrlich bin, mit dem weiterkommen. Ist hier zwischendrin was? Komm. Ja, sorry, aber ich will jetzt auch mal gucken, was mit Mr. Lee da wird. Und irgendwas muss ja noch kommen. Das kann ja nicht alles gewesen sein. Er braucht ja auch Beweise dafür, dass im Grunde genommen ja, aber... Ist das jetzt das Fies-Center oder was ist das jetzt? Sekunde, lass mich das mal nehmen. Was ist das? Verborgene Motive, okay. Ja. Ich kann ja nicht nur prügeln. Ja, wir werden die alle noch machen, glaubt es mir. Wir kommen ja auch zwischendurch wieder hier hin. Aber im Moment... Ja, wenn sie sich an Spider-Mans Gehilfin, Black Cat, kurvige Darmähnlieder, eine, die man nicht der Mutter vorstellt. Und dann wurde sie als Dieben entlarvt. Großer Schock, was? Sie soll wieder da sein. Und meine Prognosen, weil er Eve ist, selbst ein Dieb oder denkt er mit seinen Netzschießern? Spider-Man, ich weiß, dass du zuhörst. Sei gewarnt, denn wie heißt es so schön, wer mit Katzen zu Bett geht, steht mit Flöhen wieder auf. Wie bitte? Mein Praktikant jammert mir schon wieder in die Ohren. Es heißt Hunden? Ich dachte, es ging um Katzen. Aber egal, die Metapher stimmt. Hunde, Katzen, hör auf, Jared. Na endlich, dachte, der hört gar nicht mehr auf. Halt, da. Dann haben wir die nämlich auch weg. Ja, wir waren ja auch fleißig, muss man ja sagen. Gute Action. Ja. Fleißiges Lieschen, Sammellieschen. Mhm. Aber egal. So. Das behalte ich. The Last. Ja, kannst du ja auch. Habe ich nichts dagegen. Halt. Wir werden hier lang. Ja. So, Wahrzeichen abgeschlossen. Ja, so bleibt hinterher nur noch Prügelei und alles Mögliche. Ja, so wollte ich das haben eigentlich. Jetzt ist das ein Let's Play. Was? Ey, müssen wir überlegen. Das ist ja außerdem das erste Let's Play, was ich überhaupt, ich sage jetzt mal von Spider-Man und so, aber wo es kein Loot-System in dem Sinne gibt. Nee. Ihr müsst mal meine Playlist angucken. Loot. Oh. Was denn da? Dämonenhinterhalt. Da oben. So, auf Wiedersehen. Nein, 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 nein.
Alter! Alter, ich muss hier weg. Das war's. Boah. Heimat deine Sterne. Leck mich am Arsch. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht funktioniert hat. Hab ich die Anzugskraft? Die habe ich drin. So, ja. Ab dafür, los, hoch. Jawohl. Oh. Die Dämonen brauchen mal Urlaub oder so. Die sind viel zu angespannt. War das jetzt geschafft oder war das... Oder war das schon erledigt? Da könnt ihr mir mal helfen. Das ist euch. Ich könnte ja auch selber nachgucken. Nicht doof. Bin auch schon bekloppt. Ja. Oh, yeah. Das sieht brillant aus, Freunde. Ja, exzellente. Wir schauen mal, was das so wird hier drin. Weil wir müssen ja mehr über Mr. Lee erfahren jetzt. Ja. Peter, also wenn kurioser. Du das jetzt leitest, wer... Ich? Aber etwas Hilfe könnte ich brauchen. Gut. Weißt du jemanden? Zufälligerweise ja. Sein Name ist Miles Morales. Hm, kommt mir bekannt vor. Sein Vater hatte die Ehrung im Rathaus. Ich traf ihn bei der Beerdigung. Er ist ein guter Junge. Er macht nur gerade viel durch. Ich kannte auch mal so einen Jungen. Ja, ich erinnere mich, dem half Ablenkung. Ihm vielleicht auch. Hier, die Nummer seiner Mom. Danke. Ich rufe sie an. Du hast nichts von Mr. Lee gehört, oder? Nein. Warum? Ach, nur so. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch irgendwas, womit ich dir helfen kann. Oh, das musst du nicht. Ich weiß. Ich möchte aber. Genau. Ich möchte. Guck mal, was sie grinst. Ja, Tante May. Ist der ich finde die unheimlich nett. Ich sollte mir Lees Büro ansehen. Ja, wenn du meinst. Soll ich dir was helfen? Ich weiß doch, dass es mir am meisten hilft, wenn du dich aus meiner Küche fernhältst. Ja. Komm, das haben wir... Warte mal, die beiden Schachspieler, da muss ich mal... Sitzen die da immer noch? Tatsache. Lass mich mal weiter, Roger, hier. Ja. Ist das noch dieselbe Partie oder eine neue? Die verschwimmen. Ich hab satt, immer zu gewinnen. Du meinst, dass ich immer gewinne? Hey, Eileen, deine Tochter hat sich gemeldet? Ja, sie hatte Angst, ich sei bei der Explosion gestorben. Ja. Sie will wieder Kontakt. Weiß nicht. Man muss sowas langsam angehen. Vertrauen aufbauen. Es klappt, ich weiß es. Dann hätte die Sache auch was Gutes. Du meinst mit den Bomben? Naja, wenn du meinst, ich weiß nicht. Ich kann da nichts Gutes herausfinden, egal ob sie jetzt die Tochter hey, wieder... Du warst beim Bombenanschlag im Rathaus. Alles okay? Ein bisschen angeschlagen. Wie geht's dir? Ganz gut. Deine Tante hat mir bei den Bewerbungen geholfen. Ich weiß nicht. Glaube, bin nicht der Typ für einen Bürojob. Bei mir lief's beruflich auch oft nicht so toll. Aber man kann nie wissen. Versuch's. Nee, nicht. Was ist hier? Oh ja, gut. Beseitige Überreste. 1 von 3. Ja gut, dann jage ich jetzt mal Überreste. Ja gut, warum nicht? Warum gehört zum Spiel, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe? Und wir rennen hier schnell durch. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich die jetzt finde oder gleich erst. Ja. Müssen wir hier weiter? Ich fühle mich nicht halt. Mehr sicher. Es gibt so unglaublich viele obdachlose Kinder. 1 von 30. Ja. Und zu viele Asyle sind nicht für sie ausgestattet. Das ist wirklich wahr. Man denkt nicht an die Kinder. Was ist denn hier? Jeder kann mal die Hoffnung verlieren. Es hilft, jemand zu haben, der zuhört. Halt? Nee, da war ich ja. Naja. Ach, guck mal hier. Siehst du? Machen wir direkt weg. 2 von 3.
Wer weiß, vielleicht kriegst du ja einen Anzug dafür. Ich weiß es nicht, ich kann euch das nicht sagen. Ich werde es aber merken. May hat erzählt, ja, ich halte durch. Ich habe für dich gebetet. Danke. Danke. Nett von dir. Ja, finde ich auch. Echt nett. Nein, wirklich. Sowas finde ich dann echt nett. Ja. Wir haben dem Vizebürgermeister eine Gehirnwäsche verpasst. Okay. Ja, der hat sich auch in die Luft gesprengt. Ne, ist da wohl Lego. Ja. Kann ich da? Nein. Dann müssen die Dinger bestimmt hier auf dem Boden liegen. Ich weiß, das ist nicht gerade prickelnd. Aber Leute, was soll ich machen? Es gehört alles dazu. Vertraut mir. Yeah. Ne, hier war ich ja. Ja. So, hier im Grunde genommen, ja, will ich den einen Dreckhaufen noch finden und dann sehe ich weiter. Ja. So, hier nicht. Wenn er denn da jetzt nicht ist, dann naja, dann nicht. Dann der Fett. Moment. Nicht da was? Nee, Freunde, komm. Ich will jetzt nicht länger herauszögern oder so. Ich finde den einen Dreck, das eine Drecksding noch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.